Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mafia. Nachdem die Frau nicht mit mir reden wollte, gehe ich hier rein. Empfehlungen und all das Zeug. Servus. Ganz schön weit weg von Point Verdun, oder wie? Hab beschlossen, mich umzuorientieren. Nicht mehr viel zu holen für mich in dem Laden. Und was läuft jetzt so? Psychoaktive Narkotika. Hab gehört, das beste Zeug kommt aus Frisco. PCP. Und es schädigt mein Geschäft. Okay. Und wo ist sein Labor? Keine Ahnung. Aber vor einer Weile hat Miss Olivia Marcano einen Spitzenchemiker namens Bobby Bastian engagiert. Der hat ihren Laden so aufgerüstet, dass kleine Hersteller nicht mehr mithalten können. Die haben sogar Taxis, die das Zeug ausliefern. Ich muss zu Bastians Dealer. Vielleicht verraten sie ihn. Dann hätte ich was gegen ihn in der Hand. Es kommt noch dicker. Miss Marcano soll noch ein paar Studierte aus San Francisco geholt haben. Wenn du sie alle machst, steckt Bobby Bastian ganz schön in der Scheiße. Misch einen von Bastians Jungs auf, vielleicht erzählt er dir dann ja was Brauchbares. Na dann, fangen wir gleich einmal da unten an. Wow, wow, wow. Bevor wir irgendwas erledigen. Ich könnte Nachschub gebrauchen. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Alles, was du siehst, kannst Sag du kaufen. Sag mir mal, was du hast. Und? Ausrüstung. Molotow ist gut. Munition ist voll. Jawohl. So, da. Los geht's. Ich habe das Labor noch nicht einmal von innen Geh gesehen. Geh woanders hin. Trotz der ja. ganzen Schläger und Chemiker, die sie daran gebracht oh. haben. Diese Orbis ich bitte dich! Geh in Deckung! Ich schieße jetzt! Wir sterben wie die Fliegen! Oh. Ich treffe ihn. Ich brauche Hilfe. Alter. Warum hat das nicht einsteigen lassen jetzt mich? Oh, den habe ich nicht gesehen jetzt. Ah, du Wichser. Ich muss die Bullen rufen.
Oh oh. Du erzählst mir besser, was Bobby Bastian so am Laufen hat. Wir haben die Drogen per Taxi durch die Stadt transportiert. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der Boss die Einnahmen in der Taxizentrale aufbewahrt. Der mutmaßliche Täter wurde als männlicher Schwarzer. Sorry. Alle verfügbaren Einheiten, bitte bestätigen. Officer vor Ort hat verdächtigt. Oh, du bist ein Wichser. An alle Einheiten, der Verdächtige ist in ein Fahrzeug gestiegen. Oh, Scheiße. Der Wagen macht's nicht mehr lang, der macht's nicht mehr lang. Oh, ich würde sterben, ich würde sterben, ich würde so sterben. Immerhin habe ich die Taxizentrale durchgesagt bekommen. Na gut, aber ich glaube, ich werde wieder anfangen, die Folgen ein bisschen zu splitten. Ich glaube, die letzte ist zu lang geworden. Ja, jetzt braucht man auch nichts splitten. Jetzt splitt man auch nichts. Ist ja noch nicht wirklich lang gelaufen. Da geht schon ein bisschen was. Wow, das sind viele. Bist du behindert? Und die Taxizentrale ist außerdem dort drüben. Nicht gut an. Ah, da sind auch so viele Taxi-Betreiber. Also nicht da alles. Da machst du Spaß. Ich sollte wohl besser die Behörden informieren. Dieser Mensch atmet nicht mehr.
Oh, tu's nicht. Vorsicht! Ein Arschloch mit einer Knarre! Lauf einfach weg. Ah, da kommt jetzt ein zweiter raus. Ah, das ist euch. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Ich finde das Schwein. Was war das hier? Oh, shit. Oh, oh, Gott sei Dank. So, schnell. Hab einen entdeckt, Jungs. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Schauen wir gleich da weiter. Auch wenn für manche wahrscheinlich das Let's Play total uninteressant ist, ich finde das Spiel geil. Oh. Oh. Okay, das geht nicht mehr auf die leise Art. Wer ist denn das, Arschloch? Heilige Scheiße. Wow! Doch!
Ich hab gar nichts, Männer! Oh! Oh! Scheiße, die waren dann der Breaking Bad-Typ, Alter. Ja, hier werde ich aber beenden. Und werde dann wieder in der nächsten Folge durchstarten. Ich bin der Fun Gamer, macht's das gut, bis dann, ciao und baba.